Hallo bei Phil's Philosophy. Wie gelingt Hoffnung in Zeiten der Klimakrise? Ich stelle euch Corinne Peluchons Buch vor, L'Espérance ou la traversée de l'impossible. Corinne Peluchon ist Professorin an der Universität Marne-la-Vallée in der Nähe von Paris. Sie hat eine vielbeachtete Ethik der Wertschätzung geschrieben, der Besinnung und der Rücksicht, in der es um die Verbundenheit mit allem Lebendigen geht. Es geht auch um Tierethik. Letztes Jahr veröffentlichte sie das Buch auf Deutsch. Dieses Jahr erschienen die Durchquerung des Unmöglichen, Hoffnung in Zeiten der Klimakatastrophe. Alle Zitate sind aus diesem Buch. Und dort schreibt sie auch, besonders interessant, von eigenen Erfahrungen mit der Überwindung von Depressionen. Vier Schritte. Der erste, was kennzeichnet die Verzweiflung? Wir sind jetzt ganz auf der psychologisch, psychoanalytisch-therapeutischen Ebene, noch nicht bei der Klimakrise. Sie schreibt, die Depression ist vor allem ein inneres Gefängnis. Der Betroffene ist in seinem Leid oder seinem Kummer gefangen und in sich selbst eingesperrt, weil er sich mit seinem Schmerz identifiziert. Also er ist sein Schmerz. Man soll ihm den Schmerz nicht wegnehmen, dann nimmt man ihn sich selbst weg. Verzweiflung impliziert die Einwilligung des Verzweifelten in sein Leid, welches zur einzigen Wahrheit wird. Also die ganze Weltsicht ist leidvoll und wird verteidigt. Als Verzweifelte können wir nicht mehr an das Leben glauben, weil es nicht so ist, wie wir es uns gewünscht hätten. Und Peluchon nimmt jetzt Søren Kierkegaard, den dänischen Theologen und Philosophen aus dem 19. Jahrhundert, und nimmt sich seinen Begriff Verzweiflung der Schwachheit. Was ist da phänomenologisch los? Wir hängen all unsere Erwartungen an etwas, zum Beispiel an einen Menschen, einen Erfolg, ein bestimmtes Leben oder gar an die ganze Welt, so wie sie bitteschön sein soll. Also ein Ich-Ideal, könnte man sagen. Und machen davon unsere Identität abhängig. Wenn wir unser Ideal nicht bekommen, dann sind wir hohl und leer. Schwachheit, das heißt, wir kämpfen nicht um unser Selbst, sondern wir wollen es von dem Erlangen von etwas anderem sozusagen bekommen. Allerdings, Verzweifelte erkennen sehr wohl, dass sie sich gegen das Leben vergehen. Versündigen könnte man etwas dramatisch sagen, und das macht ja auch die Verzweiflung noch tiefer, wenn man merkt, anderen gelingt es, sich mit dem Leben zu verbinden, mir gelingt es nicht, wie komme ich da raus? Was muss passieren im zweiten Schritt, damit wir aus der Verzweiflung hinauskommen? Immer noch auf der psychologischen Ebene. Kierkegaard sieht den Ausweg aus der Verzweiflung darin, dass wir unser Leben in jener Macht gründen, die dieses Leben, die mich selbst gesetzt hat, gegründet hat, also in Gott. Und Peluchon sagt, für uns, die wir versuchen, diesen Themen eine säkulare Bedeutung zu geben, also ohne Gott, da bedeutet das, sich wieder mit der Kraft des Lebens zu verbinden. Das ist sozusagen Heilung, das ist Gesundung, in der wir unseren Ursprung haben und die uns mit anderen Lebewesen verbindet. Ihr merkt also, es geht gleich auch um alle anderen Lebewesen und um die Verbindung mit ihnen. Peluchon kennt diesen Vorgang aus eigener Erfahrung. Das macht das Buch auch so interessant und so stark. Und wir fragen uns jetzt weiter, wie genau geht das? Wie können wir uns wieder mit der Kraft des Lebens verbinden? Und das versuchen wir jetzt also in diesem zweiten Schritt besser zu verstehen. Hören wir nochmal ein Zitat von Peluchon. Es ist diese Kraft des Lebens, die wir in der Schlichtheit erfahren, die auf die tiefste Niedergeschlagenheit folgt. Das Individuum, das nicht mehr versucht, das, was ihm widerfährt, zu erklären oder zu verstehen, wird vom Leben heimgesucht und verspürt eine große Sanftheit. Die Hoffnung wurzelt in dem, was uns mit dem Leben verbindet. Auch sie taucht auf, ohne dass wir sie vorprogrammiert haben. Sie setzt eine Kapitulation voraus, die mit dem Gedanken des Loslassens verbunden ist. Man erwartet nicht mehr, dass die Welt oder die anderen den eigenen Wünschen entsprechen. Das hat man so gewissermaßen losgelassen, fahren gelassen. Diese Geste lässt uns zum Leben zurückkehren und seine Bewegtheit und Offenheit spüren. Das ist diese Kraft des Lebens, die uns dann wieder erreicht, wenn wir diese Ich-Ideale
da aufgeben. Ein anderes Zitat: auf die Klage, das ist der erste Zustand, auf die Beschuldigung der anderen oder die Forderung an das Leben, an die Welt, folgt das, wenn auch natürlich immer nur schwache, Vertrauen ins Leben, in seine verwandelnde Kraft. Der Verzweifelte wird aus seinem Gefängnis geschleudert, zwar allein, unsicher, ohne eine klare Perspektive, aber er erahnt die Möglichkeit einer Zukunft. Diese Beschreibung ist erfahrungsgesättigt, man spürt also die Therapieerfahrungen, das ist was sehr, sehr Wertvolles. Aber jetzt die Frage, was bedeutet das für die Klimadepression? Ich schreibe das in Anführungszeichen, weil das ja ein Begriff von Pélichon ist, sicherlich auch woanders benutzt, aber kein medizinisch definierter Begriff von Depression. Worum besteht diese Klimadepression? Es ist eine Art Schockstarre, das kennen wir alle, die schlechten Nachrichten erdrücken uns und wir werden den Gedanken an die bevorstehende Katastrophe nicht mehr los. Etwas genauer, diese Klimadepression, die die Psyche überflutet, rührt daher, dass man die Gefahr vorausahnt und nicht versteht, warum es weder auf nationaler Ebene noch auf internationaler einen Aufschrei gibt, wenn man die Aussicht auf den Kollaps unserer Zivilisation vor Augen hat. Wie schon gesagt, erschüttert dies Zweifel am Wert einer Zivilisation, die zu einer solchen Katastrophe führt, all unsere Gewissheiten. Also unsere normalen Gewissheiten, es wird schon immer alles gut gehen und wir sind hier die Krone der Schöpfung, werden jetzt maximal erschüttert. Das ist natürlich etwas Besonderes. Waren wir nicht stolz auf die Leistungen der Menschen in Kultur, Technik und Wissenschaft? Kann es wirklich sein, dass die ganze Richtung unserer Entwicklung falsch ist oder zumindest auch falsch? Die naturwissenschaftlich-technische Zivilisation mit ihrer enormen Dynamik im Kapitalismus. Also was ganz Grundsätzliches wird wie Boden unter unseren Füßen weggezogen. Wie kommen wir jetzt raus aus der Klimadepression? Und hier folgen wir gewissermaßen den therapeutischen Schritten. Schritt 1, es sind nicht nur die anderen, es sind wir auch selbst. Die Fähigkeit, den Wahnwitz der Welt, so wie sie gerade funktioniert, zu ertragen, Stichwort Konsumismus und Overconsumption, indem man erkennt, dass man auch selbst daran beteiligt ist oder auch, dass man ständig angesteckt wird von diesem Konsumismus zum Beispiel. Wie können wir bei uns selbst beginnen und wie können wir unser Selbstverhältnis ändern? Das wird ein wichtiger Punkt sein. Es sind insgesamt 5 Schritte. Jetzt kommt der zweite. Ja, der totale Kollaps unserer Zivilisation ist leider eine reale Möglichkeit, tatsächlich. Statt sich für seine Gefühle, seine Niedergeschlagenheit und Hilflosigkeit zu schämen oder sich in Empörung und Wut zu verschließen, ist es wichtig, das Wirken der Negativität, also unsere Niedergeschlagenheit, unsere Depression, zu akzeptieren, also unsere negativen Gefühle zu akzeptieren. Die Depression entspricht diesem Prozess der Reifung und dem Durchqueren der damit einhergehenden Emotionen, die mit dem Verlust zusammenhängen. Verlust der Sicherheit und des positiven Bildes unseres Lebensstils, Verlust unserer selbstverständlichen Erwartungen an eine sichere Zukunft. Pélichon sagt, die Menschen, die diese Erfahrung machen, sind jedoch nicht zur Apathie verurteilt. Das war also Schritt 1 und 2. Und in einem dritten Schritt geht es jetzt wie folgt. Wir öffnen uns für unsere Verletzlichkeit und Sterblichkeit und fühlen uns tiefer verbunden mit allen anderen Lebewesen. Das Bewusstsein eines Kollapses ist eng verknüpft mit der Anerkennung der Verbundenheit, die zwischen allen Sterblichen, kann man sagen, allen leidensfähigen Wesen existiert. Diese Gemeinschaft der Verletzlichkeit zu erfahren, das erzeugt ein Gefühl der Demut. Es fördert die gegenseitige Hilfe, aktives Handeln sowie Innovation. Wir müssen ja auch kreativ sein mit den neuen Ideen, unseren neuen Lebensstil entwickeln. Und all das ermutigt. Der drohende Kollaps macht uns Sterbliche, also Menschen wie Tiere, in gewisser Weise alle gleich.
Wir sind nicht länger nur abgehobene denkende Subjekte, wir verlieren gewissermaßen unseren Status als Krone der Schöpfung und wir definieren uns jetzt auch über unsere Kreatürlichkeit, das heißt unsere Fleischlichkeit, unsere Sterblichkeit. Und Schritt 4, unsere Kreatürlichkeit lässt uns zum Leben zurückkehren. Das ist jetzt also sozusagen der Schritt raus aus dieser Klimadepression. Es ist diese Kraft, die wir in der Schlichtheit erfahren, die auf die tiefste Niedergeschlagenheit folgt. Das hatten wir schon als Zitat. Und jetzt sagt Pélichon diese starken Worte: Die Liebe zur Welt und zum Leben dringt durch die Angst hindurch und überwindet sie, ohne sie verschwinden zu lassen. Diese Liebe gilt es anzufachen und zu nähren, damit Taten entstehen können. Das heißt also, unsere Kreatürlichkeit führt zum Gefühl der Verbundenheit und Solidarität und sie enthüllt uns die Kraft, die man eigentlich nur erfahren haben kann, die kann man in Worten gar nicht ausdrücken. Das ist diese Kraft, einfach am Leben zu sein. Und wem das nach langer Krankheit oder wie auch immer mal klar geworden ist, diese Kraft des am Leben Seins, der versteht jetzt genau, was gemeint ist. Und der Schritt 5. Jetzt können wir leichter zwischen dem Unwesentlichen und dem Wesentlichen unterscheiden. Das ist was ganz Wichtiges für die Änderung des Lebensstils. Die Anerkennung unserer Verletzlichkeit ist im Gegenteil die Gelegenheit, sagt Pélichon, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, um zu unterscheiden zwischen dem, was bewahrt werden muss, die Möglichkeit zu leben und zu überleben, und dem, was vielleicht auch verschwinden soll oder auf das man vielleicht auch verzichten kann, um ein gutes Leben zu führen. Diese Erfahrung, Leben, verschiebt unsere angelernten Werthierarchien. Luxus, Macht, Erfolg treten tendenziell in den Hintergrund. Das Leben selbst, auch der anderen Menschen, der Tiere und Pflanzen und auch vor allen Dingen der zukünftigen Generationen, tritt plötzlich als Wert in den Vordergrund und erleichtert es uns, unser Leben zu ändern. Wir können diese Lebensstiländerung jetzt endlich auch als Gewinn erfahren. Jetzt sehen wir viel stärker das, worauf es eigentlich ankommt, nämlich die Möglichkeit, auch in Zukunft zu leben. Zur Take-Home-Message: Was könnte uns Corinne Pélichon raten? Zunächst mal ganz wichtig eine Einschränkung. Längst nicht alle Menschen reagieren auf die Klimakatastrophe mit starker Angst oder mit einer Art Klimadepression. Wenn ihr aber zu denen gehört, denen das alles so nahe geht, dann redet euch die Angst nicht aus, sondern sucht auf dem Boden der Verzweiflung nach dem Moment, in dem Hoffnung wieder möglich ist. Auf dem Boden der Verzweiflung nehmt ihr Abschied von allen bequemen Illusionen. Die Dynamik unserer Zivilisation und Wirtschaft ist nicht nur gut, wie wir es vielleicht als kleine Kinder gedacht haben, sondern hat uns in die Krise gebracht. Und wir Menschen sind ja Teil davon. Auch wir wollen doch immer mehr, mehr, mehr. Hoffnung und dann auch der Glaube daran, dass wir es doch noch schaffen können, den Kollaps zu verhindern. Hoffnung entsteht, wenn wir erfahren, wie stark die Kraft des Lebens ist, auch in uns selbst. Wie ist das gemeint? Wir können uns mit der Kraft des Lebens verbinden, in der wir unseren Ursprung haben, die uns trägt und die uns mit anderen Lebewesen verbindet. Diese Kraft des Lebens kann man auch erfahren, wenn man ein Kind gebärt oder in die Arme nimmt, wenn man in einer erotischen Umarmung erbebt, aber auch wenn man lernt, die Tiere als das zu betrachten, was sie sind. Ihre Existenz und ihre Anmut versetzen uns in Staunen, das kennen wir alle. Und wir spüren, was uns mit ihnen verbindet. Und das ist jenseits der Vernunft. Wir sind alle Kreaturen. Die Kraft des Lebens zu erfahren, das heißt auch Vertrauen ins Leben. Seine verwandelnde Kraft, also die Kraft des Lebens, ist eine immer verwandelnde Kraft. Sein Wesen, das Wesen des Lebens ist die Metamorphose, das immer wieder neu entstehen. Vielleicht gelingt es uns mit viel Kreativität doch noch, die Katastrophe abzuwenden, unseren Lebensstil zu ändern und viel mehr auf das zu achten, was wesentlich ist, einfach am Leben sein. Wie gelingt Hoffnung in Zeiten der Klimakrise? Bis zum nächsten Mal bei Phil's Philosophy.